Einen kleinen Teleport nach Hause. Ja, moin. Hast du auf der Buchser Zeitung geschlafen? Guten Morgen. Hatte heute meine erste Nachtschicht. Muss mich wohl erst noch dran gewöhnen. Ach, durchgezecht hast du. Sowas mache ich ja nicht mehr. Ich brauche meinen Schlaf. Ich jetzt auch. Ich leg mich hin. Mach das mal. Ich passe so lange hier draußen auf. Nicht, dass die Post oder Müllabfuhr bei dir klingelt. Bis heute. So, fast alle Kartons ausgepackt. Ich sollte trotzdem noch ein bisschen den Haushalt machen. Ich werde in der Woche wieder nicht dazu kommen. Das Wochenende oder was? Seltsam, wieso freue ich mich darüber, dass ich Zeit zum Putzen habe? Zeiten ändern sich. Mein Ball. Schön den Ventilator machen. Oh, du siehst aber gar nicht gut aus. Vielleicht brauchst du nur einen ordentlichen Drink. Warte hier, ich kümmere mich darum. Der Wasseranschluss funktioniert nicht. Das war auch schon bei meinem Einzug so. Am Telefon sagte man, das Fallrohr sei verstopft. Meine Vermieterin hat mir versprochen, dass sie sich darum kümmert. Hat aber nicht gesagt, wann. Naja, aber ich nehme mal einen Becher mit. Das Wasser soll ich lieber aus dem Badezimmer nehmen. Ich will nicht, dass die Suppe wieder aus dem Abfluss kommt. Und so ein edles Getränk soll angemessen transportiert werden. Zur Zeit meiner patentierten Superpflanzen Cocktail vorzubereiten. Zutaten sind Wasser. Und ja, das war's. Einmal finden dieses spezielle Super-Mega-Pflanzen-Cocktail. Frisch aus der Leitung. Ja, lass es dir schmecken. Aber lass das Auto lieber stehen. Später, okay? Guten Morgen, Sonnenschein. Bist du bereit für unseren super tollen Ausflug? Absolut, ich bin gerade im Haushalt, mit dem Haushalt durch. Naja. Haushalt? Warum das? Du hast doch heute frei. Ja, aber ich komme sonst nicht dazu. Gießt du die Pflanze auch regelmäßig? Ich hab gerade erledigt. Versprochen? Ja. Wie, du funkelst nicht an. Ich kann spüren, wenn meine Pflanzen dehydriert sind. Ich habe das Wasserglas noch in der Hand. Du gießt die Pflanze mit einem Wasserglas? Ja, wieso denn nicht? Meine Pflanzen bekommen nur das beste Wasser aus dem edelsten Gefäßen. Meine Gießkanne kostet so viel wie mein Auto. Und treibst du da nicht ein bisschen? Vielleicht. Aber sie war wirklich sehr, sehr teuer. Wie dem auch sei. Ich habe schon alles gepackt und bin bereit. Komm doch zu meinem Laden und dann geht's los. Was machen wir denn eigentlich? Das verrate ich dir, wenn wir da sind. Jetzt sag's schon. Ich kann dich nicht hören. Komm schon. Ich glaube, der Stranger hat einfach die Funkel. Na Na, gut geschlafen? Hast du vielleicht einen Taler für mich übrig? Tag, Moment. Na, Dank, bist mein bester Kunde. Mensch, Alfino, du zitterst ja vor Kälte. Hab meinen Hut verloren. Ein Windstoß hat ihn sich geschnappt. Weg war er. Keine Ahnung, wo er ist. Ich halte mal die Augen offen. Vielleicht weht mir dein Hut ja irgendwo entgegen. Das wäre ein Träumchen. Ich habe den alten Deckel echt lieb gewonnen. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Nicht wirklich, aber es pustet ganz schön in die Innenstadt hinein. Vielleicht wollte der Hut nur mal kurz shoppen gehen.
Was sollte ein Hut einkaufen wollen? Schwer zu sagen. Vielleicht will er, dass ich ein anderes Shampoo benutze. Oder dass ich überhaupt mal Shampoo benutze. Vielleicht ist er auch nur ein Kaffee trinken oder in der Bäckerei. Ein Hut tut ihm, was ein Hut ihm tun will. Na, mal schauen, vielleicht finden wir ihn. Und bringen wir den zurück. Wir müssen zum Shopping-Dings, oder? Wollten uns von den Blumenladen mit ihr treffen. Zum Ausflug. Oh, hallo. Heilig Makron. Ah, was ist los? Du hast mich ganz schön erschreckt. Oh, das tut mir leid. Dafür hast du mich zurückerschreckt. Nimm's nicht, aber nicht persönlich, aber ich muss schnell weg. Okay. Bis dahin. Ah ja. Was soll der schon? Was meinen Sie? Hast du keine Augen im Kopf? Guck dir doch das mal an. Mein Vater hätte mich verdroschen, wenn ich so etwas getragen hätte. Meinen Sie die Kleidung im Schaufenster? Pah! Okay. Stehe hier mal Pose. Da bist du ja. Gut, geschlafen. Wie ein nasser Stein. Nass? Wir hatten eine Wasserrohrbruch während meiner Nachtschicht. Verzeihung. Na, in der Natur wirst du neue Kraft schöpfen. Da juckt mich gleich der Wanderschuh. Also von mir aus kann's losgehen. Hurra, schneide ich an. Mutter mal nicht gefunden. Schade. Ah, der Duft von Tannennadeln. Frische Luft, Sonnenschein. Es ist alles, was man braucht. Aber man bekommt davon auch Hunger. Hast du zufällig Snacks dabei? Vielleicht. Und ein bisschen Arbeit. Am Wochenende im Wald? Und natürlich, der Wald kennt kein Wochenende. Und als Floristin ist die Natur auch mein Arbeitsplatz. Ich dachte, wir machen einen spaßigen Ausflug. Das wird es sicher auch. Du meintest doch, dass du mir was zeigen möchtest. Was ist das? Das wirst du schon noch sehen. Du bist jetzt schon fast einen Monat hier in Porcupine. Da wird es langsam Zeit. Zeit für was? Pina? Der Wetterbericht sagt, es soll heute Gewitter geben. Wir beeilen uns besser. Du gehst voraus, das Größte gehört zur Tradition. Aber ich weiß doch gar nicht, wohin. So viele Wege gibt es gar nicht. Und wenn du zu langsam bist, übernehme ich. Los geht's. Oh, es wird Gewitter geben, da sollte sich das Walross mal in Sicherheit bringen. Wasserfall. Kommen wir da hoch? Oh, schade. So ein schöner Herzbaum. Auf ihn nie. Was ist denn los? Was meinst du? Ich dachte, wir wollen ein bisschen Gas geben. Tun wir das nicht? Noch nicht genug. Nicht einschlafen, Schlafmütze.
kann hier leider nicht sprinten. Oha. Okay, Pina, langsam ist der Spaß vorbei. Wir haben alle gelacht. Du kannst jetzt rauskommen. Was ist hier los? Was sind das für gruselige Figuren? Pina? Pina, wo bist du? Ach du Scheiße. Was zur... Hallo? Ich warne Sie. Ich bin nicht alleine. Und ich habe ein Messer. Pina, da bist du ja. Zu schade, dass ich keinen Spiegel dabei habe. Du müsstest dein Gesicht sehen. Das war nicht witzig. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Als Mediziner müsstest du wissen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ja. Noch nie vorgekommen, vermute ich doch. Wo warst du denn? Ich war nur ein paar Meter hinter dir und auf einmal warst du weg. Ich dachte schon, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Jetzt sei mal nicht so dramatisch, Fingo. Ich habe eine Pflanze entdeckt und musste mal kurz in den Busch kratzen. Ja, schon gut. Hast du sie mitgenommen? Mitgenommen? Auf keinen Fall. Ich habe sie nur bestaunt. Es gab kaum Regen diesen Sommer und es ist bis heute überraschend warm. Da muss man kein Genie sein. Man muss sich nur mal die Pflanzen angucken. Aber sag mir nächstes Mal Bescheid, wenn du dich einfach aus dem Staub machst, okay? Ich verspreche es. Hehe. Und mal im Ernst. Was sind das für gruselige Figuren? Sag mir nicht, du hast die hier aufgestellt, um mich zu erschrecken. Schön wär's. Wenn ich so viel Zeit hätte, diese Dinger zu bauen, nur um dich zu erschrecken, hätte ich eine Menge Zeit übrig. Und glaub mir, ich würde sie nutzen, um dich zu erschrecken. Liegst aber nicht komplett daneben. Wie meinst du? Ja, die Figuren. Zum Teil habe ich sie wirklich gemacht. Denn ernst? Warum? Wofür? Das sind Andenkenfiguren. Das ist es, was ich dir zeigen wollte. Ich dachte mir schon, dass du noch nichts davon gehört hast. Nein, tatsächlich nicht. Warum stehen sie hier? Porcupine ist eine alte Stadt. Mehrere Jahrhunderte sogar schon. Und immer wenn jemand in Porcupine sterben muss, stellen wir eine Andenkenfigur für die Person auf. Das ist ja schön. Man kann die Verstorbenen dann hier im Wald besuchen kommen. Hier ist es ruhig, hier ist es friedlich. Hier gehen die Leute hin, wenn sie die Verstorbenen vermissen. So eine Art Friedhof, also. Verstehe. Ich bin die einzige Verlorene in Porcupine. Ich kann gut mit allen Pflanzen umgehen. Ich bin auch handwerklich ganz okay. Ich habe in der Stadt einige Aufgaben genommen, aber diese hier mag ich am meisten. Ist irgendwie ganz schön traurig. Zieht das dich nicht runter? Doch schon. Die Stadt ist klein und oft kenne ich die Verstorbenen. Manchmal ahne ich schon Tage vorher, dass ich für jemanden bald eine Andenkenfigur bauen muss. Manchmal kommt die Bestellung aber ganz überraschend. Heute treffe ich eine alte Dame in der Bäckerei nebenan, freundlich gelaunt mit einem frischen Cappuccino in der Hand.
Und wo steht sie als hölzerne Andenkenfigur auf meinem Tresen? Aber ich liebe die Aufgabe trotzdem. Ich darf schließlich einer geliebten Person ein Andenken gestalten. Und Angehörige sind dankbar, dass sie etwas haben, das sie besuchen können. Das macht mich sehr stolz. Ich hatte keine Ahnung davon. Das ist wirklich eine wichtige und schwere Aufgabe. Kann schon sein. So, genug rumgewackelt. Jetzt weißt du, warum wir hier sind. Warum ich dich gerne mitnehmen wollte. Jetzt bist du ein richtiger Teil von Pokémon. Okay. Und jetzt muss ich irgendwas tun. Errichtest du auch so eine Figur? Errichtest du mir auch so eine Figur? Quatsch! Sei nicht so pietätlos, Pino. Ich glaube, ich habe den ganzen Rucksack voller Äste, Garn und Blumen. Weißt du, ich baue die Figur nicht nur. Ich komme auch regelmäßig her und pflege sie. Und du hast die großartige Ehre, mir heute dabei zu helfen. Ich soll die Figuren reparieren. Ich habe zwei linke Hände. Pipapo, du schnippelst und schneiderst doch auch den ganzen Tag im Krankenhaus herum. Ich bin Internist. Du hast noch nie meine Verbandskünste gesehen, oder? Internist, Internist, bliblablub. Du machst das sicher großartig. Es wird sich schon niemand beschweren. Im Gegensatz zu den Leuten auf deiner Station sind diese hier nämlich alle schon tot. Jetzt wirst du aber pietätlos. Die ganze Welt steht voll mit Figuren. Wie gesagt, die Stadt gibt es schon eine ganze Weile. Ich gebe dir ein paar Äste, um die Figuren wieder flott zu machen. Und wie finde ich die kaputten Figuren? Puh, gute Frage. Da gibt es keine richtige Anleitung für. Der Nebelwald hat seine ganz eigenen Regeln. Halte einfach die Augen und Ohren offen und dann findest du sie. Wir treffen uns danach wieder. Kommst du nicht mit? Wo denkst du hin? Ich mache mich selbst auf die Suche. Ich war lange nicht mehr hier. Es muss bestimmt viel getan werden. Wenn wir uns nicht aufteilen, werden wir heute nicht mehr fertig. Und es fühlt sich tatsächlich nach Regen an. Das wird witzig. Also viel Erfolg, kleiner Figurensucher. Warum muss sie immer wegrennen? Okay, und welche kaputten Figuren hier? Dann suchen wir mal. Und Jump Run. Da müssen wir wohl hoch. Die hier kaputt. Das ist gefährlich hier. Dieser Parcours. Okay, die war kaputt. Mit unseren Taubenflügeln nämlich in der Luft bleiben. Okay, er sagt, dass du es auch schaut.
Sollen wir wohl zurück? Haben wir die schon mal repariert? Oh je. Dann machst du wohl alle verdreht. Oh je. Erstmal hoch. Kleiner Parcours. Hier weiter oder was? Schwindelerregende Höhen. Aha. Und dann im Brunnen der eine. Na, da bist du ja. Und dann hat er den Farbe immer voll auf den Kopf gekriegt. Ihm ist zum Glück nichts passiert, aber es sah so witzig aus. Katrina. Huch. Uff, finde ich nichts. Nicht schlecht. Da hast du mich doch gern glatt ein bisschen zu erschreckt. Tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Schon okay. Hast du gerade mit jemandem geredet? Ja, das stimmt. Auch ich komme manchmal hierher. Das hier vorne, das ist die Figur meines Bruders. Ich habe meinem Bruder gerade die Sache mit dem Farbeimer erzählt. Ich wusste nicht, dass du einen Bruder hast. Na, woher auch? Ich habe es dir noch nie erzählt. Es ist sogar mein Zwillingsbruder. Das tut mir leid. Alles okay. Es ist schon ein paar Jahre her. Wir haben zusammen immer den Touristenquatsch gemacht. Haben uns gegenseitig beschützt. Von ihm kam auch die Idee mit dem Pflanzenladen. Irgendwann kam die Blutkrebsdiagnose. Oh Gott. Leider viel zu spät. Er hat einige Zeit im St. Ursula verbracht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er hatte keine gute Zeit mehr. Und am Ende ging alles ganz schnell. Es fiel ihm nicht leicht, aber er konnte irgendwann loslassen. Ich habe natürlich auch seine Figur gemacht. Das muss schwer gewesen sein. Keine Figur danach war so schwer. Aber auch keine mehr so schön. Jetzt auch noch Regen. Danke, dass du mir das erzählt hast. Ich hätte ihn sicher auch gemacht. Ganz bestimmt. Wenn du magst, kannst du ja irgendwann nochmal mitkommen. Dann kannst du dich mal mit ihm unterhalten. Aber jetzt lass uns los. Ich hab doch gesagt, dass es regnen wird. Hehe. Einverstanden. Ich habe auch ziemlich Hunger gekriegt. Passt auf euch auf, Leute. Ich schaue bald wieder nach euch. In Ordnung. Nicht streiten. Ich hab euch lieb. Oha. Der Sturm. Gewitter. Ha, hallo? Finny, du bist wach.
Bitte komm schnell, ich brauche Hilfe. Pina, was ist los? Finny, bitte komm schnell in den Laden, ich. Pina? Pina, bist du da? Verdammt, ich sollte schnell nach ihr sehen. Oh je, was ist hier los? Bei dem Gewitter raus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ampina braucht unsere Hilfe. Große Güte. Oh Gott. Die Scheibe kaputt. Laternen krumm. Was ist hier los? War das Pina? Große Güte. Pina? Es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Was ist denn hier verkehrt? Pina? Mia? Karl? Wo seid ihr? Ah, ich weiß, was los ist. Warum bin ich allein? Ich hoffe, euch geht es gut. Was ist hier los? War das Pina? Ich weiß ganz genau, was hier passiert. Das ist doch sonnenklar. Dr. Krokowski, was machen Sie hier? Das muss ich Sie fragen. Was soll ich nur mit Ihnen anfangen, Finny? Wenn Sie so weitermachen, sehe ich keine Zukunft für Sie. Wenn Sie so weitermachen, sehe ich für Sie, für viele keine Zukunft. Haben Sie sich schon gekümmert? Mich gekümmert? Ich kann mich nicht immer wiederholen. Und ich kann Ihnen nicht immer den Hintern hinterher tragen. Es werden Leute sterben, Finny. Und Sie werden die Schuld daran haben. Aber gehen Sie zur Arbeit, Ihre Schicht beginnt. Ich beeile mich und ich werde mich anstrengen. Zack, zack. Oh je. Es ist doch todsicher ein Albtraum. Schwimmen bei dir jetzt nach Hause. Seit wann können Tauben so lange unter Wasser atmen? Auf zur dritten Station geschwommen. Nicht rein. Natürlich sollen wir auf die Station 5. Was auch sonst. Was geht denn hier ab? Immer wieder habe ich es gesagt. Es führt ja niemand auf den alten Krieg. Aber machen soll er immer machen. Was tun Sie da? Es bringt doch nichts, Gregor. Lassen Sie es gut sein. Es bricht hier gleich alles auseinander. Rohrleitung, Mauerwerk, Elektrik. Rohrleitung, Mauerwerk, Elektrik. Der Aufzug, die kranken Leute. Es gibt nichts, was der alte Gregor nicht wieder gerade biegen kann. Das kriegen wir hin.
Gregor, stopp. Die kranken Leute. Krieg das hin. Krieg das hin.